Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Review-Sonntagsvideo. Heute geht es wieder um die Kategorie Blushes. Ich habe wieder 5 Blushes rausgesucht, die ich so in den letzten Wochen und Monaten getestet habe und möchte euch dazu ein bisschen was erzählen, wie ich sie so finde, ob ich sie weiterempfehlen kann, wie die Textur ist, die Farbe, das Finish und so weiter. Sollte ich irgendwelche Tragebilder oder Auftrage-Videoschnipsel haben, werde ich sie euch dann jeweils einblenden. Entschuldigt übrigens meine furchtbar nasale Stimme, aber ich habe mal wieder einen Megaschnupfen mir eingehandelt. Aber ich glaube, es ist der erste jetzt im Herbst-Winter, also zumindest so ein starker. Müssen wir jetzt durch. Ich fange auf jeden Fall mal an mit einem Blush von Max Factor aus dem Standardsortiment. Das ist eines dieser, ich weiß übrigens immer nicht, ob es der oder das Blush heißt. Ich werde es wahrscheinlich im Video mixen. Also das ist einer aus der Pastel Compact Blush Reihe und zwar die Farbe 30 Gorgeous Berries. Ja, wie der Name sagt, ist es ein dunklerer Ton. Es ist mit Abstand der dunkelste Ton aus dieser Reihe. Ja, ein Beerenton, ein hübsches Beere. Rot-Pink. Die Textur von diesem Blush ist seidig, das heißt, es ist eigentlich so ein Mittelding zwischen trocken und buttrig. Die Farbabgabe, zeige ich euch mal, ist sehr, sehr stark. Das hat man aber auch, glaube ich, schon vermuten können anhand dieses Fändchens. Ich muss sagen, ich war am Anfang, wo ich so angefangen habe, mir Blushes zu kaufen und zu sammeln, immer der Meinung, Blushes müssen eine sehr gute Pigmentierung haben, müssen sehr stark pigmentiert sein. Von dieser Meinung bin ich mittlerweile ein bisschen ab, weil ich einfach gemerkt habe, umso stärker ein Blush pigmentiert ist, umso mehr muss man eben aufpassen und muss man es verblenden. Und nicht jedes stark pigmentierte Blush lässt sich gut verblenden. Deswegen werden so krasse Farben manchmal recht fleckig. Das ist bei dem hier so mittel der Fall. Es lässt sich eigentlich noch ganz gut verblenden. Man muss halt den richtigen Pinsel für sich rausfinden. Also da muss man auf jeden Fall vorsichtig mit sein. Vom Finish her hat es einen ganz, ganz leichten Schimmeranteil. Nichts grob Glitzeriges, aber eben auch nicht ganz matt. So eine leichte Leuchtkraft ist da. Vielleicht seht ihr das so ein bisschen angedeutet, aber jetzt auch nicht stark. Ich finde die Farbe schön, aber ich muss sagen, mir gefallen dann doch die anderen etwas dezenteren Blushes aus dieser Pastel Compact Reihe noch ein bisschen besser. Das nächste Blush kommt von Milani und ist aus dieser Baked Blush Reihe und zwar die Farbe 06 Bellissimo Bronze. Und das ist wirklich ein wunderschöner Farbton. Kann man auch so ein bisschen als Bronzer-Zweck entfremden. Also ich finde, das ist wirklich eine ganz tolle Farbe, wenn man sein Gesicht ein bisschen aufwärmen möchte. Das ist ein gebackenes Blush, dementsprechend ist die Textur auch eher trocken. Auch hier ist die Pigmentierung recht stark, aber durch diesen Farbton, der halt einfach sehr gut zum Hautton passt, beziehungsweise einfach sich nicht so krass abhebt wie zum Beispiel dieser Bärenton hier, ist das gut, dass es so stark pigmentiert ist. Das lässt sich im Übrigen auch sehr, sehr schön verblenden. Also es hat eine wirklich tolle Textur und wärmt das Gesicht einfach optisch super schön auf. Es hat einen stärkeren Schimmeranteil als zum Beispiel dieses Blush hier, aber jetzt auch nichts grob Glitzeriges. Also ich würde es jetzt nicht zum Konturieren verwenden, dafür wäre es mir auch viel zu warm. Also ich würde es trotzdem hauptsächlich eben auf den Wangenknochen auftragen, vielleicht noch ein bisschen hochgehen, aber da müsst ihr eben aufpassen, weil es eben diesen Schimmer hat. Vielleicht möchtet ihr nicht im ganzen Gesicht diesen Schimmer haben, sondern einfach nur auf den Wangen, dann bleibt ihr eben da. Aber ich finde diesen Farbton einfach so unglaublich schön und deswegen ist es auf jeden Fall ein Blush, was ich euch sehr, sehr weiterempfehlen kann. Wo ihr diese Blushes bekommt, werde ich euch in die Infobox setzen. Also ich werde euch jedes Blush nochmal namentlich aufzählen und dann, je nachdem, ob ich einen Link finde, es verlinken. Bei Milani ist es zum Beispiel so, dass ihr es eben nicht in der Drogerie findet, sondern nur online und dann findet ihr auf jeden Fall einen Link, falls ihr Interesse habt. Das nächste Blush kommt von P2, ist also ein recht günstiges Drogerieprodukt aus dieser Glow Touch Compact Blush Reihe. Das ist auch eine Reihe, die ich sehr, sehr toll finde. Ich finde allerdings die erste Generation sozusagen von diesen Blushes viel schöner als die neueren, weil es sind sehr, sehr starke, kräftige Farben in dieser Reihe dazugekommen, die auch nicht mehr so wirklich zu dem Thema Glow Touch passen. Also die ersten, wozu das hier eben gehört, ist die Farbe 050 Touch of Amber, haben einfach einen sehr, sehr schönen, eine sehr, sehr schöne Leuchtkraft, wie ihr, glaube ich, auch in den Fändchen schon erkennen könnt.
Auch hier ist die Textur seidig und auch die Farbabgabe ist relativ stark, ist so ein bisschen dunkler als das Milani Blush. Und ihr seht vielleicht so, von den dreien bisher hat das wirklich die stärkste Leuchtkraft. Und ich finde das wirklich wunderschön. Einmal durch diesen Farbton, so ein leichtes Bronze, was sich einfach super gut auf die Haut legt, weil es einfach gut zum Hautton passt. Also zumindest zu so einem hellen, nicht ganz blassen Hautton, aber auch nicht stark gebräunt, finde ich, passt sich das optimal an und lässt sich auch super gut verteilen. Ich mag das Finish einfach unheimlich gerne, weil es so wunderbar seidig ist. Es leuchtet, aber es glitzert nicht. Und das ist wirklich eins meiner Favoriten-Blushes aus dieser günstigen Drogeriesparte. Das nächste Blush ist nochmal wieder eine ganz andere Farbe. Und zwar ein sehr, sehr, sehr krasses Pink. Es ist schon fast Neon-Pink. Es kommt von NYX und nennt sich Electro. Das ist die Nummer 24. Ich weiß gar nicht, ob NYX verschiedene Blush rein hat. Auf jeden Fall ist es diese hier. Ich weiß nicht, wie sie sich nennt. Ich kenne mich bei NYX nicht aus, weil wir keine NYX-Theke in der Nähe haben, wo ich schon mal dran gestanden haben könnte und so. Deswegen kann ich euch dazu jetzt nicht allzu viel sagen. Hier haben wir eine sehr trockene Textur. Vielleicht hört ihr das auch. Also es hört sich schon super trocken an. Dennoch ist die Farbabgabe sehr, 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 sehr intensiv. Also es ist nicht ganz so Neon wie in diesem Fändchen, also nicht ganz so leuchtend Neon, aber halt schon eine sehr, sehr auffällige und knallige Farbe. Das Finish hier ist eigentlich matt, aber es hat eine ganz, ganz leichte Leuchtkraft noch mit drin. Es ist nicht ganz totmatt, sondern noch so ein bisschen peppig, aber jetzt nicht, dass ich sagen könnte, irgendwie seidig schimmernd. Also schon matt mit einem dezenten Leuchtanteil. Ja, auch hier muss man natürlich aufpassen beim Auftragen, ne? Also ihr müsst den richtigen Pinsel für euch finden. Ich würde jetzt keinen Pinsel nehmen, der kurz und fest gebunden ist, weil der einfach viel zu viel Farbe auf eure Wangen bringt. Ich würde einen sehr fluffigen nehmen und dann wirklich ganz vorsichtig sein. Es macht natürlich eine sehr, sehr schöne Frische ins Gesicht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ihr total clownsmäßig rumlauft. Also wenn ihr einen schönen fluffigen Pinsel nehmt und guckt, dass das einigermaßen dezent ist, habt ihr einen wirklich schönen Farbton auf dem Gesicht und eine schöne Frische. Aber natürlich muss man damit aufpassen, wenn man sich so ein stark pigmentiertes Blush aussucht. Das letzte Blush für heute kommt von W7 und das ist das Africa Blush, beziehungsweise ist so ein Mix eigentlich aus Blush und Bronzer. Ihr seht das hier, das hat verschiedene Farbtöne, unter anderem eben auch ein Pink, ein sehr starkes, aber kühles Pink und dann noch zwei Brauntöne. Es hat eben so ein Animal Print Muster und hier haben wir auch wieder eine sehr seidige, fast buttrige Textur. Und ich gehe da immer so gemischt rein. Also ich gucke jetzt nicht, dass ich irgendwie nur das Pink erwische. Das ist mir zu aufwendig. Ich nehme einfach auch hier einen fluffigen Pinsel und gehe dann in das gesamte Puder rein. Das ergibt, finde ich, eine sehr interessante Farbe. Und zwar hier. Das ist, finde ich, von den ganzen Blushes heute das am wenigsten pigmentierte. Aber es hat einfach einen unheimlich interessanten Farbton. Ich finde, das ist so ein Mauve-Ton. So ein kühles, leicht lilafarbenes Braun-Grau, eben Mauve. Auch hier ist das Finish sehr schön, finde ich. Es ist so seidig, ganz leicht schimmernd, eigentlich ähnlich zu dem Milani-Produkt, obwohl es halt eine andere Textur hat. Aber so vom Finish her könnte man das eigentlich vergleichen. Und das ist nochmal ein Farbton, der sich von den anderen abhebt, auch dadurch, dass er eben so einen kühlen Unterton hat. Es ist eben nichts kräftig Knalliges, was einen sehr frisch aussehen lässt. Es ist auch kein warmer Ton, der eben das Gesicht so ein bisschen gebräunt aussehen lässt, sondern es ist so was Kühles, was, finde ich, ganz gut auch in den Winter passt. Also wenn man einfach so ein kühleres Make-up trägt, vielleicht auch so einen mauvefarbenen Lippenstift, dann passt es, finde ich, ganz gut dazu. Also ich finde, das ist so der winterlichste Ton von denen hier. Da muss man einfach gucken für sich, was möchte ich? Möchte ich diesen kühlen Winterton unterstützen? Möchte ich was Frisches haben, was mich sehr, sehr frisch und wach aussehen lässt? Oder möchte ich was mein Gesicht ein bisschen bräunlicher wirken lässt, so ein bisschen Urlaubsbräune wieder hervorzaubern? Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und mit diesen 5 Blushes hier, die ich euch gezeigt habe, habt ihr, glaube ich, jede Möglichkeit ausgeschöpft.
Ja, so viel jetzt schon zu diesem kürzeren Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird auf jeden Fall noch weitere Videos aus dieser Reihe geben. Jetzt nicht nur mit Blushes, sondern auch alle anderen Kategorien. Ihr könnt gerne mal in die Playlist schauen zu meinen Review-Sonntags-Videos. Da findet ihr schon einige ähnliche Videos. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die neue Woche. In einer Woche ist schon Heiligabend. Das ist so absolut nicht zu glauben, aber... ja, es rückt unaufhaltsam näher und der Adventskalender ist auch schon fast geplündert. Also, ja, die Zeit verrinnt, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.